Hi zu dieser neuen Folge Stronghold 3. Der König ist tot. Das ist eine Aussage, die hier getätigt wird. Mal sehen, was das mit dem Rückkehr, mit der Rückkehr des Wolfs zu tun hat. Auf geht's. Die rannten weg. Unzählige Männer starben an diesem Tag. Schließlich fanden wir Hilfe in einem Dorf und sie halfen uns so gut sie konnten. Wir erfuhren, dass der König von den Männern des Schakals in seiner eigenen Burg getötet worden war. Ich tröstete Lady Catherine. Sie musste beschützt werden. Sie war die Thronfolgerin. Unsere Hoffnung auf Frieden. Und doch hatten wir keine Zeit zum Ausruhen. Die Menschen des Dorfs benötigten unsere Hilfe. Die Dorfbewohner hier haben Angst. Der Feind hat sie eingeschüchtert und die Nachricht vom Tod des Königs hat sie erschüttert. Gebt ihnen wieder Hoffnung und greift den kleinen Außenposten an, den die Männer des Schakals am Eingang des Tals gebaut haben, und zerstört ihn. Den Bergfried des Feindes erobern, das scheint die erste Belagerung zu sein. Die erste Belagerung eines kleinen Außenpostens. Mal sehen, ich gucke mal wieder keine Hinweise an. Ich bin der Meinung, ich kann das noch gut. Oh, das wird nicht nur eine Belagerung. Das wird mehr als eine Belagerung. Da werde ich mich richtig drauf vorbereiten können. Wie geil, was ist denn die 1000 hier? Gott, ist aber eine relativ große Festung. Gut, ich werde sehen, was ich machen kann. Das macht Sinn, dieses Tor hier. Das macht echt Sinn, wenn hier alles offen ist. Ach, ich frage gar nicht. So. Platziert euren Kornspeicher, sein. Kornspeicher platzieren wir mal hier. Und dann gleich die Holzfällerlager. Natürlich so weit wie möglich am Vorratslager und gleichzeitig am Wald wie nur möglich. Das Land hier ist geeignet für Schweine, mein Herr. Schweine? Damit würden wir unsere Bauern mit Fleisch versorgen und unsere Beliebtheit steigern. Sire, die Männer stehen wegen der Nachricht über den Tod des Königs unter Schock. Ihr müsst ihnen Hoffnung machen, mein Herr. Ich würde... Vielleicht, wenn unsere künftige Königin oben auf der kleinen feindlichen Festung stehen würde, würde das etwas ausmachen? Ich kann das verstehen, dass sie geschockt sind wegen des Todes des Königs. Denn der war ja, wie ihr im letzten Video vielleicht gesehen habt, war der ja gerade erst bei uns und hatte unsere Burg besucht. Das kann ich echt verstehen, dass die da ein bisschen geschockt sind, dass er auf einmal tot sein soll. Aber erstmal geht es natürlich darum, hier irgendwie voranzukommen. Ich weiß gar nicht, wie weit meine Länderei hier geht, bis hier an die Grenze. Ich muss jetzt gucken, kann ich Mauern ziehen? Kann ich. Dann würde ich hier nämlich noch eine Mauer ziehen. Damit ich sicher bin, falls er mich angreift. Ich weiß es nicht. Und dann würde ich das schon mal hier so platzieren. Die platziere ich dann nämlich... Ja, was ist das denn jetzt hier? So. Platziere ich hier. Neue Befehle? Natürlich, Sir. In Reih und Glied sehen. Zack. Ich mache erstmal safe, ja? Nee, ich brauche Nahrung. Ich habe, sonst kriege ich ein viel größeres Problem, denke ich. Also baue ich hier erstmal ein paar Häuser. Ich habe aber irgendwie... Achso, nicht genügend Holz, wollte gerade sagen. Ich habe irgendwie überhaupt keinen Platz. Ey. So, bauen wir mal noch ein Haus. So, ich brauche noch mehr Holz. Oh, macht hin, Leute. Wir werden angegriffen. Scheiße. Ich hoffe, ich kann diese erste Welle abfangen mit den Lanzenträgern, die ich habe. Ich konnte nämlich zurück. Das sind Bogenschützen. Landsknechte, auf die Welle. Das ist nicht schön. Den kann ich gerade nicht entgegenhalten. Okay, sie kommen. Sie kommen. Ja. Leute. Leute. Jetzt geht er mal ein bisschen fixer, Mann. Was für ein schöner Tag es ist, Sire. Es macht schon was. Herr, beschütze uns! Ich mich verkacken, jetzt gehen die wieder runter. Scheiße. Ich sehe schon, ich verkacke die erste Mission direkt. Gut, ich glaube, das würde der sogar alleine schaffen, aber...
Wir wollen mal auf Sicherheit gehen, ne? Warum müssen die denn erst um diese Ecke rumgehen, um zu werfen, Mann? Eure Befehle, Sir. So, und jetzt holt euch die. Und du gehst schön wieder zurück, mein Freund. Ach du meine Güte, das war jetzt knapp. Meine Burg ist jetzt schon so ziemlich am Arsch. Gott, Alter. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Feind ist zu nah. So, hab den Feind erledigt. Achtung, in Reih und Glied stehen. Zu nah am Feind, um gebaut werden zu können. Hä? My lord. Ach, danke. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn da noch ein Feind hier? So. Schnell weiterbauen. Und ich würde sagen, ich sollte wirklich erstmal... Ich habe jetzt genug Holz. Ich baue hier erstmal eine Mauer. Damit das auf alle Fälle schon mal... Das ist ein cooles Prinzip, Mauern zu bauen hier. Das haben die schön gemacht. Obwohl mir die alte Variante beinahe besser gefallen hat. Zack. Aber es verbindet sich schon mal automatisch mit diesen Dingern, sag ich mal. Ein Holzturm oder eine Holzplattform. Ich mach gleich mal einen Holzturm. Ich habe gerade genug Holz. Landsknechte bereit. Und gleich mal rauf da. 5555. Waffen werden benötigt, Sire. Waffen werden benötigt. Das sollte erstmal nicht meine Priorität sein. Ich will jetzt was komplett anderes machen. Und zwar brauche ich unbedingt mehr Nahrung. Ich denke, die dürfte Guten Morgen, eure relativ schnell. Ich will nicht den anklicken, wenn er da drin ist. Relativ schnell ausgehen. Ich habe hier echt Kacke gebaut, habe ich ja schon mal gesagt. Ich habe echt Scheiße gebaut. 100 Holz. Oh, ich habe echt das so auf Kante. Es fehlt immer nur 2 mm. Da baue ich eben hier. Dann ist das eben so. Muss ich die. Oh, was ist denn das für eine Kacke hier, ey? Das ist eine Scheiße, die ich hier fabriziert habe. So. Und direkt noch eins. Kann ich auf alle Fälle auch schon mal Lanzen produzieren? Ja, Burke stirbt jetzt ein bisschen. Ah, so, ich habe die Angewohnheit, dass ich mal relativ spät angreife. Liegt daran, dass ich meine Armee, wie ich im letzten Video schon mal gesagt habe, immer eigentlich viel zu groß ausbaue, um einfach safe zu gehen und damit ich weiß, ich muss nicht alles nochmal aufbauen sozusagen, sondern dass ich wirklich gewinne. Das heißt, ich baue immer eigentlich, ich hole mir immer viel zu viele Leute. Aber dann kann ich mir wenigstens sicher sein, ne? Okay, diesmal habe ich keine Kirche zu stehen und diesmal habe ich irgendwie auch keinen Bock, eine Kirche zu bauen. Aber ich habe sehr viel Geld gescheffelt beim letzten Mal. Das muss man dazu sagen. Und das hat mir echt geholfen. Meine Ländereien anzeigen, die geht bis hier hinten ran. Das heißt, ich kann hier theoretisch bauen. Tatsächlich. Ich habe hier den ganzen Platz zur Verfügung. Das ist natürlich cool. Das Ding ist, ich muss das hier natürlich dann auch verteidigen. Das heißt, wenn ich hier direkt eine Kirche baue, wenn ich das denn könnte, ich habe nämlich weder genug Stein, ich habe hier aber ein riesiges Steinvorkommen, könnte ich ja mal dieses Steinvorkommen hier anzapfen. Das Ding ist, ich muss das verteidigen, weil das ist dann das Erste, was angegriffen wird. Wir brauchen Holz. Ah, kein Holz. So, jetzt ist die Frage, soll ich da Truppen hinschicken oder soll ich es lassen? Erstmal muss ich hier erstmal gucken, dass ich hier irgendwie... Ich kann hier nichts zwischensetzen, ne? Es ist so ätzend. Es ist doch so ätzend. Was hab ich hier bloß gebaut? Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Es kann da nicht platziert werden. Stelle ist blockiert. So. Ein schöner Tag, mein Lord. Wie viele passen da rein? Eins! Willst du mich verkackern, Eiern? Da passt einer. Das ist ein Markt. Nee, will ich nicht. Ich will eine kleine Hütte. Das kann da nicht platziert werden, mein einer Lord. Passt da rein, ey. Muss ich alles zukleistern mit den Scheißhütten. Hätten sie trotzdem ein bisschen mehr machen können. Rekruten werden benötigt, Sire.
So, auf alle Fälle bringen die Lanzenproduktion es schon mal, wie man sieht. Ich kriege auf alle Fälle Lanzen. Landsknechte, auf die Welle. Die schicke ich hier auch noch mit drauf. Achtung! Landsknechte, auf die Welle. Die sollten da eigentlich alle schon drauf. Was machen die da unten? Mein Lord, Landsknechte, auf die Welle. Ja, du auch, Sir. Auf da. Achtung, bereit, Sir. Der Bleib hängt wieder sicher, fest. Wir sehen ah, Weg. Gott, Alter. Also, ich sag mal, ganz mein Unrecht Lord. Hat nie mit den mit der Anmerkung, die ich gelesen habe, dass sehr viele Programmierfehler drin sind, hatten die nicht, weil so schnell wie eine Einheit hängen bleibt irgendwo. Befehle, Landsknechte. So, wie viel habe ich da oben drauf? 14 Mann passen darauf. Würde ich sagen. Ich baue. Oh Gott, der immer ein bisschen rauszoomen hier erstmal. Baue ich hier auch noch so einen Turm hin? Ja, ich sag ja. Erste, was angegriffen wird, wird das sein. Ja, Sir. Landsknechte. So, jetzt gehen die natürlich dadurch. Das ist sehr scheiße. Wenn ich das mal so sagen darf. Achtung, holt euch mal bitte die als erstes. Haltet zusammen, Männer! Ganz ruhig, meine Lieben. Ihr kommt, holt euch wieder Speere. Oh Gott! Viele da fallen wie die Fliegen. So, das Ding ist, mein Vorstoßtrupp hat sich gerade in Luft aufgelöst. Buff, was machen die da? Lass das! Jo, wie die einfach umfallen. Geil. Cool. Gleich einen neuen Vorstoßtrupp rekrutieren. Und den schicken wir dann auch gleich. Zack. Auf diesen Turm. Falls die hier das wirklich angreifen sollten. Da will ich nämlich wirklich safe gehen. Das wird unsere Einkommensquelle sein. Und ich brauche wieder mehr Bauern. Das heißt, ich platziere einfach noch 10 Milliarden Hütten. 20 Holz für einen Bauern, ey. Überhaupt nicht übertrieben. So. Wie sieht's mit meinen Vorräten aus? What? Sogar relativ gut. Das sieht sogar relativ gut aus. Ah, zu wenig Holz. Ich brauch Holz, Leute. Aber ich hab schon relativ viel Stein drin, das finde ich gut. Zack. So. Rekruten werden benötigt, Sire. Stein, das brauche ich theoretisch nicht. Nicht genug. Ich wollte doch eine Küche bauen. Was mache ich denn? Ich wollte doch eine Küche bauen, ich Depp. Ich habe den ganzen Stein wieder verkauft. War sehr, sehr blöd jetzt von mir. Habe ich nicht mehr dran gedacht. So, was haben die jetzt gemacht? Die sollten da raufgehen, Mann. Sir. Ja, Sir. Dann geht da doch gefälligst auch rauf. Meine Güte. Was machen die denn hier? Geht doch da rauf. Hallo. Landsknechte, auf die Welle. Muss ich da oben draufklicken? Okay. Sir, wusste ich nicht. Wenn ich unten draufklicke, dann gehen die trotzdem da unten hin. Was ein Schwachsinn. Okay. Muss man wissen. Ich bräuchte vielleicht ein paar Kerzengießereien jetzt mal. Damit ich das die kann Kerzen da nicht platziert werden, mein Küche herstellen kann. Die kann ich hier zwischenbauen. Ha! Ich habe was gefunden, was ich hier zwischenbauen kann. Zu spät, jetzt habe ich die da hingestellt. Holz kommt. Holz geht. Holz kommt. Kommt. Holz geht. Die sich wieder unten hingestellt. Dann geht eben darauf. Ist mir auch egal. Dann schicke ich euch nämlich auch darauf. Auf die Welle. Dann sollte meine Burg auf alle Fälle schon mal ordentlich gut verteidigt sein. Dann könnte ich mich jetzt darum kümmern, eine Armee aufzustellen, um die andere Burg zu erobern. Das nächste, was ich baue, ist dann erstmal hier die Kirche. Dann kann ich die Kirche bauen. So, die kann ich tatsächlich hier hinbauen. Das ist ja geil. Zack. Cool. So. Die Menschen hegen warme Gefühle. Das ist schön, dass sie warme Gefühle hegen. 36 minus 4. Nee, da kann ich nichts mehr rausholen. Da kann ich nichts rausholen. Ich könnte doch aber... Die Menschen freuen sich über eine bevorstehende Heirat. So kann man es natürlich auch machen. Komm, ich baue noch ein paar Kerzengießereien. Und zusätzlich dann noch ein paar Gehöfte, damit die auch betrieben werden können und ich immer noch genug Bauern habe, um
Leute zu rekrutieren. Kein Holz mehr. So, jetzt wird ordentlich Gold geschaffelt. Ihr seht, die Zahl geht richtig schön hoch. Das ist geil. Rekruten werden benötigt, Sire. So, die sollen sich mal einfach direkt hier, sollen die sich vor der Burg, also die sollen sich einfach auf dem freien Platz da versammeln. Rekruten werden benötigt, Sire. Alles klar, perfekt. So, jetzt kann ich nämlich die ganzen Steine auch verkaufen. Nicht genügend Waren. Jetzt brauche ich sie nämlich nicht mehr. Ich frage, wie viel habe ich? 3 habe ich. Da kann ich doch bestimmt noch eine bauen hier. So. Das macht sich schön. Auf alle Fälle sollte der Burg hier sicher sein. Sollte ich nämlich nachher die Armee losschicken und ich werde währenddessen angegriffen, was in der vorherigen Version von Stormwatch tatsächlich schon passiert ist, bin ich am Arsch. Weil der hat nur noch so wenig Leben. So wenig ist gut, der hat noch 2/3, aber trotzdem. Wie sieht meine Kerzenvorräte aus? Die sehen gut aus, da würde ich sagen. Hau ich noch mal ein bisschen drauf hier. Zack, das ist doch geil. So extreme Steuern sind das schon auch. Das tut mir jetzt überhaupt nicht leid. Ach, die Hochzeit gilt auch immer noch. Gut, wenn die nicht mehr ist, habe ich ein Problem. So, die Hochzeit ist weg, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt bin ich nämlich bei -7. Sicher, was euch angeht, so, und plus 9. Ich habe es genutzt. Jetzt kriege ich eben nicht mehr ganz so viel. Kann ich aus dem hier noch ein bisschen was rausholen? Ich kriege jetzt echt viele Kerzen, das muss man schon sagen, ne? Ich mache das einfach noch einen höher und ziehe das. Oh Gott. Oh, das ist schön, die haben hier den Wald gerodet. Da kann ich hier noch ein paar Schweinezuchten hinbauen. Hier auch noch Käse. Ja, das sieht doch toll aus. Na, die Musik hat sich geändert. Ich mache mal den Rein wieder aus. Werde ich angegriffen? Tatsächlich, da kommen welche. Ha! Alter. Ich hab's in der Nase, Mann. Eure Befehle, Sir. Meine Lieben, ihr habt keine Chance, ich wollte es mal gesagt haben. Landsknechte, auf die Welle. Ihr habt sowas von keine Chance. Bereit und warten. My Lord. Landsknechte, auf die Welle. So, jetzt habe ich hier alleine 42 und hier einfach bloß so ein paar. Ja, Sir. Als Sicherheit. Auf die Welle. Aber da scheinen die wirklich nicht anzugreifen. Ich dachte, die NPCs sind schlauer. Ah. Jetzt greifen sie da an. Ah, ne, da nicht. Sah bloß aus. Aber warum können die auf die Entfernung dann noch nicht werfen? Sind die doof? Wie viele da einfach aufpassen, das ist auch noch mal. Landsknecht bereit. Wir werden angegriffen. Ja, mein Gott. Haltet ey. Schwere, gerade, Männer. Hört ihr mal. Was soll denn die Scheiße? Herr, beschütze uns! Neue Befehle. Stand wieder die Hälfte unten. Ich verstehe das manchmal nicht echt. Jo. Die sind schnell gefallen. Die sind einfach so ewig viele Holzhütten. Die hätten echt mal mehr machen können. So eine kleine Holzhütte. Meinetwegen nur 3 oder so, ne? Aber 1 ist echt untertrieben. Wir brauchen Holz, Sir. Mann, wirklich hier 20 Holz für einen Bauern. Oh, Gold habe ich jetzt aber tatsächlich sehr viel. Die Steuern sogar. Ne, ich ziehe sie mal nicht um einen an, weil ich habe so oder so noch so viel Gold. Gehe ich mal lieber auf Nummer sicher. Ich kann hier durch die Steine verkaufen noch mehr als genug scheffeln. Dafür gehen mir jetzt die Kerzen aus. Ich drehe mal das um einen runter. Ich bin immer noch im Plus. Passt. Anscheinend haben die echt nicht diese schönen Kameraeinstellungen geschwungen. Und zwar, da kommt man so richtig geil mit der Kamera. Sich überall drehen, auch so hoch und runter den Winkel verändern und so. Konnte also sich wirklich so auf die Mauer raufbegeben mit der Kamera und so runter gucken. Das war mega geil. Das haben die in keiner anderen Stronghold-Version, wenn ich richtig liege. Das finde ich so unendlich schade, ne? Wenn man so geile Shots damit hätte machen können. So für Thumbnail oder so auch. Kann man so unendlich geile Shots mitmachen. Ha! Ich kann hier doch noch ein Haus hin platzieren. Wie viel passen da rein? 4. Naja, immerhin etwas, ne? Vielleicht kann ich hier auch irgendwie noch so. Nee, auf den Abhang passt, klappt das nicht. Kriege ich nicht hin. Dann dauert es jetzt erstmal ein bisschen, bis ich die ganzen Truppen rekrutiert habe, die ich brauche. Um den Typen da oben anzugreifen. Ich könnte dann aber. Ich brauche, glaube ich, gar nicht so viele Truppen, um die erste Mauer schon mal zu räumen, denn da stehen auch gar nicht so viele drauf. Sind allgemein nicht so viele Truppen. Also ich glaube, das dauert nicht allzu lange. So viele Truppen sind das nämlich nicht, die ich brauche.
Das Einzige, was mich gerade ankotzt, sind eben die wenig Bevölkerung. Ich schicke die schon mal. Ah ja, dieser Typ da. Ich kann hier, guck mal, was ich bei dir machen könnte, den auflösen. Da habe ich nämlich das Problem mit dem nicht mehr. Und kann einfach neu rekrutieren. Die schicke ich schon mal hier vor. Ich denke, ich könnte dann. Da sind 12 drauf. Und da sind allein nochmal 26 drauf. Alter Falter. Komm, die schicken wir auch mal raus. Die nehmen wir mit. Und ich hoffe dann einfach, ich werde nicht angegriffen in der Zeit. Ein paar zu sicher lasse ich stehen, aber alle brauche ich, denke ich, nicht. 67, oh, das ist eine gute, das ist eine gute Truppe. Ziehen aus. Sir, ja, Sir. Kolonnenformation, Männer. Ja, Sir. Nee, das ist eine zu lange Kolonne, das mag ich nicht so. Das ist gut. Reihenformation. So gehen sie meistens noch langsamer, aber es soll mir erstmal wurscht sein. Das sieht doch geil aus. Das kann man wieder so einen geilen Shot machen. Kamera so runter vom Winkel und dann so die Armee so. Aber das macht sich irgendwie immer so komisch. Neue Befehle. Und dann würde ich sagen, schicken wir die einfach mal los hier, ne? Was soll schon passieren? Sofort, Sir. Landsknechte auf die Was macht ihr denn da? Warum gehen die denn da hin? Warum wird das da angezeigt? Es sind so viele Bugs in diesem Spiel. Das ist ja unnormal. Warme Gefühle für euch, mein Herr. So, mal gucken, was hier passiert. Gehen wir weg hier. Sire, wenn unsere Männer sich diesen hölzernen Wellen nähern, gebt ihnen den Befehl zum Angriff. Unter dem Schutz der Wände werden wir diese Welle schon bald abreißen können. Zack. Die ersten sind weg. Die Bogenschützen hier. Die schicken wir mal dahin. Die schicken wir zum Abriss. Die schicken wir dahin. Auf Sie los! Sir, kein Zack. Problem, Sir. Seid ihr sicher, Sir? Wir sehen keinen Weg. Neue Befehle. Tötet den auch mal noch. Befehle. Hier macht die und Haltet die zusammen, dann noch. Männer. Hier reißt die ab. Hier reißt da fertig, ab. Auch reißt erstmal das da ab. Wir werden angegriffen. Wieso werden wir angegriffen? Ja, ist klar, dass wir angegriffen werden. Eure Befehle, Sir. So, dann haben wir den ersten Wall tatsächlich schon mal geräumt. Da habe ich noch 55. Ein paar sind gefallen, aber nicht so viele. Reihen schließen. Wie weit haben die jetzt eingerissen bekommen? Fast. Ja, gut. Aufbauen werden die das schon nicht mehr, denke ich. Oder? Hat der das hier gerade wieder aufgebaut? Ah, ist mir egal. So, gehen wir mal rein hier. Ha! So sehe ich das auch. What? Wo kamen die denn jetzt her? Ich kam einfach aus dem Nichts und kann mir jetzt nicht erzählen, das liegt an der Dunkelheit. Da war nämlich keine Dunkelheit. Ups. Sag nicht, das Spiel hat sich aufgehängt. Da sind wir wieder, nachdem ich eben irgendeine falsche Bewegung oder so gemacht habe. Ist das Spiel noch nicht abgestürzt, aber hat sich aufgehängt und ist dann abgestürzt. Von daher. Seid ihr sicher, Sir? Wir sehen keinen Weg. Ist denn jetzt schon wieder hier? Willst du mich verkackern? Ich kann die alle nicht mehr bewegen. Seid ihr sicher, Sir? Wir sehen keinen Weg. Dann stopp. Seid ihr sicher, Sir? Wir sehen keinen Weg. Willst du mich jetzt verkackern? Seid ihr sicher, Sir? Wir sehen keinen Weg. Ich kann die nicht mehr bewegen. Seid ihr sicher, Sir? Wir sehen keinen Weg. My Lord, ziehen Die kann ich bewegen. Bereit und warten. Hier ist wieder irgendeiner drin, der sich aufgehängt hat. Neue Befehle. Seid ihr sicher, Sir? Die. Wir sehen keinen Weg, Sir. Natürlich, Sir. Irgendeiner ist immer dabei, ne? Die hängen sich so schnell auf an diesen Gebäuden, ne? Dann löst ihr euch 7 Stück, Alter. Mein Lord. Oh Gott. Menschen verlassen die Burg. Wieso verlassen die denn jetzt die Burg hier? Die Menschen kann doch gar nicht sein. Sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. So, kann ich sagen. Wir werden angegriffen. Meine Burg wird nicht verlassen. So, erstmal wieder 22 Mann. Bauern werden benötigt, Sire. Achtung. Und ich habe noch 54 übrig. Sir. Die schicke ich einfach los. Ist kurios, dass sie immer an Gebäuden so schnell hängen bleiben. Das finde ich echt komisch. Gut, kann ich nichts machen. Ja, von Holzfäller besiegt. Leck mich. Ich erstürme die Burg. Ihr könntet ja eure Speere benutzen, meine Freunde. Angriff nach Belieben, Sir. In Reih und Glied stehen. Würde ich auch sagen, Angriff nach warme Gefühle für euch. Ja, warme Gefühle würde ich plus 36 ist fast untertrieben, warme Gefühle. Jetzt kannst du es wieder einklappen, so danke. Jo, das geht jetzt
Natürlich, Sir. Ja, so soll das sein. Da oben sind ein paar. Bereit und warten. Ihr kümmert euch um den, ja. Ihr kümmert euch Wir um werden den, es versuchen, ihr Sir. Kümmert euch um Macht den. Macht sie fertig, Männer! Ja, Sir. Super. Reihen das schließen. Ging, das Befehle. Ging fix. Landknechte. Die habe ich alle. Wie viele habe ich noch? 39 habe ich noch. Alle haben wieder Speere. Dann ist der jetzt auch gleich eine Legende, würde ich das nennen. Warum die nicht einfach werfen, verstehe ich nicht. Kein Problem. Jupp, das ging fix. Der hat kaum noch Leben. Warum einfach alle einmal geworben, ne? Sondern das meine ich nicht, jetzt kämpfen einfach, schlagen einfach alle auf den ein. Das ging in Stronghold Legends zum Beispiel nicht. Und das haben die aber anscheinend wieder eingefügt. So, erobern wir das schöne Ding hier mal. Was für ein schöner Tag, es ist Zeit. Sehe ich auch so. Ein wirklich schöner Tag. Und da haben wir gewonnen.